Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder die Kreisliga bzw. Kreisklasse für euch zu sehen. Ich habe euch mal wieder ein kleines Video zusammengeschnitten vom letzten Samstag. Immer alle Kreisliga-Videos jeden Freitag. Nächsten Freitag leider kein Video, weil wir erst die Woche darauf wieder ein Spiel haben. Und das wird dann auch das letzte sein, was draußen sein wird. Und dann kommen natürlich wieder die Hallenturniere. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zur Aufstellung von der JSG Wangerland. Wie ihr links schon wieder seht, wir haben eine Jugendspielgemeinschaft JSG Wangerland aus dem Verein FC Nordseeuxil, Eintracht Wangerland und TuS Rot-Weiß Tettens. So, jetzt kommen wir aber auch mal wirklich zur Aufstellung. Diesmal in einem 3-1-4-2. Und zwar im Tor mit der Nummer 1 Jeremy, davor mit die Dreierkette mit Anakin, der Nummer 6, Wilke, der Nummer 7 und Miguel, der Nummer 10. Davor diesmal unser Kapitän, weil Marc nicht da ist, mit der Nummer 5 Ahmed. Und davor meine Wenigkeit, die Nummer 8. Und daneben, also neben mir, spielt Hauke, die Nummer 9. Links im Mittelfeld Lukas, die Nummer 13. Rechts Gianfranco, die Nummer 15. Und im Sturm die Nummer 11, Luisim, zusammen mit Thiago, der Nummer 12. Und auf unserer Ersatzbank mit der Nummer 14, Mahmoud. Unsere Trainer Marcel, Gregor und Giuliano. So Leute, wir kommen jetzt hier zurück in der Kommentatorenkabine. Ich sitze jetzt hier wieder bei mir zu Hause. Und ihr seht jetzt hier auch schon das Spiel. Wir greifen natürlich, in den grünen Trikots, greifen die Gegner schon relativ früh in der eigenen Hälfte an. Hier erkämpft sich Thiago den Ball, spielt in die Mitte zu Lüsem, aber dem verspringt der Ball und daraus kann nichts mehr werden. So, kommen wir weiter zur nächsten Aktion. Hier läuft unsere Nummer 5 Ahmed. Schön heraus, spielt zu Lüsem und der läuft rein. Das ist leider nicht mehr ganz im Bild drin, läuft auf den Torwart zu, aber der hat den Ball auch wieder weggeschossen. Wir waren im Spiel. Na ja, so, jetzt hier der Abstoß vom Torwart zum eigenen Spieler. Und Lusim holt sich den Ball, schießt drauf. Und das ist das 1:0 in der ungefähr 11. Minute. Schießt Lusim, unsere Nummer 11, das Tor zum 1:0 für uns. Anfangs waren wir klar besser, aber am Ende hat sich das dann gehalten. Und hier nochmal unseren neuen Hauke, schießt drauf und er geht ganz knapp drüber. Hätte fast ein Tor sein können, aber wie gesagt, ist ganz knapp rübergekommen. Und da seht ihr auch mich, habe jetzt gerade den Ball erobert und spielt zu Hauke und der spielt schön raus zu Lusim und der läuft auch schön weiter, aber der Gegner kann den Ball zur Ecke klären. So, jetzt auch mal Jefa im Angriff. Die haben sich da schön herausgespielt, deren Nummer 10 schießt drauf, aber Jeremy hat keine Fehler und ist gut herausgekommen. Genau. So, jetzt hier hole ich mir den Ball, lauf über die ganze Abwehr, spiel dann zu Lusim, der geht zurück und kontrolliert, würde ich sagen, erstmal den Ball, spielt ihn wieder zurück zu Ahmed. Der guckt, wo steht jemand, hätte hier zu Gianfranco passen können, aber der Pass geht zu jemand anders und jetzt hat er wieder den Ball, aber der Ball wird rausgeschlagen. So, da vorne seht ihr schon wieder mich, aber mir ist in dem Moment der Ball versprungen, deswegen leider keine wirkliche Chance. So, jetzt seht ihr hier auch mal wieder die Jeferan am Angriff und die schießen auf das Tor, aber Jeremy hält den Ball super und klärt damit zur Ecke. Und hier seht ihr auch nochmal typische Kreisliga. Der Ball verrutscht und es gibt falschen Einwurf, daher Einwurf für uns. So, jetzt die Gegner schießen und das ist das 1:1. Leute, was ist das für ein komisches Tor? Der ist auf der Linie lang gekullert, keiner hat wirklich gemerkt, was ist da passiert. Und wir meckern alle mit Jeremy rum, weil er hätte den Ball natürlich rausholen können, aber es war auch ein Abwehrfehler. Naja, in die nächste Aktion. So, jetzt gibt's Ecke und hier seht ihr eine etwas unschönere Aktion. Guckt euch die Nummer 9 an. Der wird volle Kanne aus 2 Metern in eine Stelle geschossen, wo es nicht so schön ist für uns Jungs. Das seht ihr da auch nochmal, das ist nicht wirklich toll. Jetzt geht er da aus dem Bildrand und muss doch ausgewechselt werden. Naja, nächste Aktion, Jeremy hat wieder den Ball, hat ein richtig gutes Spiel gemacht an dem Tag. Ein, zwei Fehler, aber das ist auch nicht schlimm. Und jetzt hier seht ihr nochmal Jefa im Angriff, aber Miguel kann den Ball super klären und haut den Ball im Endeffekt raus. Jetzt hier zur nächsten Aktion, da holt sich Lukas, ist super durchgegangen, aber wird da gefoult und jetzt hier der Freistoß von Hauke. Und der Torwart hat ein paar Probleme, aber kann den Ball dann doch im Endeffekt auffangen. Auf dem Boden war es echt schwer zu spielen, vor allem den Lauf, weil der immer so schnell wurde durch den Kunstrasen. Wir sind halt normalen Rasen nur gewöhnt.
So, jetzt ist Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Es steht 1:1. Und hier seht ihr auch nochmal, Jefa ist richtig gut aus der Kabine rausgekommen, haben direkt gedrückt, aber der Ball geht zum Glück für uns vorbei. Jetzt über die rechte Seite die Nummer 2. Anakin kämpft dagegen ihn, der kann sich durchsetzen. Aber im Endeffekt hält er Anakin da sehr und es gibt Freistoß für uns. So, jetzt hier nochmal Anakin in der Gegenaktion. Spielt schön zu Hauke, der nimmt den Ball richtig gut an. Aber da gibt es ein paar Abstimmungsprobleme zwischen Anakin und Hauke. Aber kein Problem, es geht weiter. So, der Torwart schickt den Ball raus. Sieht man aber nicht mehr ganz. Und hier attackieren wir schön. Da hat Thiago erst attackiert und dann gehe ich dahin. Und dann gibt es Einwurf für die Gegner. Einwurf von uns. Und jetzt seht ihr eine super klasse Aktion von uns. Da, Lulsim läuft richtig gut durch. Aber hätte mal rüberstecken können zu Thiago. Schießt dann aber vorbei. Naja, trotzdem eine sehr gute Aktion. So, jetzt seht ihr auch mal den schönen Spielaufbau von uns. Erstmal hinten zu Wilke, dann zu mir. Ich mache One-Touch weiter zu Gianfranco. Der spielt den Ball durch. Und jetzt seht ihr die Aktion aus dem Intro. Da laufe ich durch und ihr könnt da wirklich mal kommentieren, ist das ein Elfmeter? Der Torwart hat mich klar getroffen. Also kann ich von mir aus erzählen. Aber, naja, er hat zu mir gesagt, aufstehen, du. Und so. Und deswegen, das fand ich nicht so schön. Aber naja, es geht weiter. Jetzt hier läuft Thiago schön auf uns, auf den Gegner zu. Aber der Torwart schießt seinen eigenen Mann an. Das passiert nur in der Kreisliga. Und Tor für uns. 2:1. Wir führen nun mit, wie gesagt, 2:1 durch unsere Nummer 12, Thiago. So, hier nochmal die Wiederholung. Sehr schön gemacht von Thiago. Kann er noch reinschieben. Hätte er den da vorbeigeschossen, dann, naja. Jetzt auch mal eine schöne Aktion nochmal von uns, wie wir den gut rausspielen. Thiago spielt den Ball zu mir. Ich kann mir den Ball da behaupten. Spiel raus zu Gianfranco und der läuft klasse gegen die Gegner. Spielt alle aus. Man sieht auch unsere Trainer durchs Bild laufen, weil es da angefangen hat zu pissen. Aber naja, die Abwehr von Jefa kann den Ball rausschlagen. Jetzt seht ihr meiner Meinung nach das schönste Tor, was ich je in meiner Karriere gesehen habe. Ihr könnt euch das jetzt, wie gesagt, angucken. Da geht von da aus ganz super in den Winkel rein. Ich weiß auch nicht, was unsere Nummer 1 Jeremy da am Tor macht. Wir wissen das alle nicht. Aber ich denke mal, der Ball war echt komisch. Der ist erst so ganz hoch gegangen und dann ganz schnell ist er abgesunken. Und falls du, der das Tor geschossen hast, dieses Tor auch haben möchte, als Video und das an die Sportschau senden möchte, der kann das gerne machen. Und jetzt gibt es leider eine nicht mehr so schöne Sache. Und zwar haben die Kameraleute draußen vergessen, die Aufnahme weiterzumachen. Dadurch sind die letzten 20 Minuten nicht mehr drauf. Ich kann euch ja mal ein bisschen erzählen, wie das so am Ende noch war. Das war ein relativ ausgeglichenes Spiel, wie auch im kompletten Spiel. Jeder hatte mal seine Chancen. Wir hatten in der Nachspielzeit 4 Ecken und dann ein Konter. Jeremy fängt den auf, spielt den direkt raus zum Gegner und der macht in der letzten Minute das 3:2. Dadurch verlieren wir leider. Und ja, also wieder mal keine Punkte für uns. Damit gehen wir noch in das letzte Spiel rein, was in 2 Wochen ist, am 25.11. in Neuenburg. Auch wieder direkte Gegner, die können wir auf jeden Fall schlagen. Aber ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.